Jo, hi. Also folgendes. Ich habe solche Fahrradlichter hier. Problem, das Weiße will nicht mehr. Hier ist das Licht. Dieser Akku, der ist richtig aufgebläht. So, dann habe ich mir überlegt, welcher Akku könnte denn da reinkommen? Ich hatte ja schon mal ein weniger erfolgreiches Projekt gestartet, wo ich mir versucht habe, AirPods selber zu bauen. Hat nicht geklappt, hat alles ausgesehen wie Scheiße, hat nicht funktioniert, hat sich nicht verbunden, war einfach Kacke. Aber ich habe noch die Hülle. Hier ist ein Akku dran. Mit viel Liebe und ein bisschen Gewalt kriegt man den Akku vielleicht in die Hülle von meinem Fahrradlicht. Ja, und dann löte ich das jetzt mal ran und zack, fertig. Null, fünf, vier, 4, irgendwas. 4,11. 0,9. Naja, egal was ist, ich mache das jetzt hier erstmal ab. Bumm. So, jetzt warten wir mal, bis die Nudel warm ist. So, dann löten wir den. Da ist noch altes Zeug dran. Was war jetzt Plus, was war jetzt Minus? Eigentlich müsste man das abisolieren, aber das ist so klein. Man kann es auch mit dem Mund machen. Oder man brennt es einfach weg, das Plastik. So, wunderbar. So, jetzt machen wir hier ein bisschen Schmatze drauf. Also, ich sage jetzt mal, blau wird Minus sein. Das ist ja immer so. So, drücke. Geil. So, jetzt gucken wir mal, wie das alles in die Hülle passt. Und dann bin ich auch schon fertig. Es war auch ein kleines Projekt am Morgen, noch bevor ich Unikram mache. Ist schon wieder eine gute Tat getan. Cool. Also, wir müssen den Akku wohl oder übel außen anbringen. Aber das ist ja eigentlich auch kein Problem. Dann sitzt der halt hier. Ist, also, mich stört es jetzt nicht. Das mache ich dann einfach mit Heißklebe. It was at this moment that he knew he fucked up. Abgebrochen. Shit, das war ein viel. Oh nee. Den ist noch ein bisschen verstreichen. Oh nee. Hä? Mir geht's jetzt nicht mehr an. Hey, ich hab's geschafft, ich bin fertig. Es lädt schon auf. Hier, guck mal. So sieht das fertige Fahrradlicht aus. Hier hinten habe ich noch schwarz gemacht mit dem Edding. Doch eigentlich aus wie ein originales Fahrradlicht. Hier kannst du anmachen. Zack. Und ist sogar heller als das Original. Geil. Schaltet auch gerne das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, ich habe keinen Bock für die Uni zu lernen.